Hallo und herzlich willkommen zu einem SAK-TV-Magazin-Spezial. Denn wir sind heute in Offenburg, wo der erste SAK-Triathlon stattfindet. Ins Leben gerufen von Hans Grohl, speziell könnte man sagen von Herrn Meyer, den ich jetzt hier begrüße. Herr Meyer, was passiert denn jetzt hier aktuell? Über die zwei Tage hier, die zwei kommenden, passiert allerhand. Es geht heute los mit der sogenannten Sprintdistanz. Da können Einzelathleten an den Start gehen. Ist eine humane Distanz. Also sage ich jetzt mal auch für ganz klar Hobbyathleten, die hier an den Start gehen können. Die können als Einzelstarter oder natürlich auch mit Kollegen über, ja, von der eigenen Firma oder mit anderen Firmen zusammen über die Staffel an den Start gehen. Das heißt, einer schwimmt, einer fährt Rad und der andere läuft dann. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen und vor allen Dingen wollen wir mal den einen oder anderen Teilnehmer befragen, wie er denn jetzt sich fühlt. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Meyer, soweit. Herr Möller, ich habe Sie hier beim Einschreiben abgefangen. Was qualifiziert Sie denn? Haben Sie einen eigenen Betrieb, dass Sie am ersten SAK-Triathlon teilnehmen dürfen? Ja, wir haben einen Heizungssanitärbetrieb in Frammersbach im Spessart. Und ja, wie gesagt, diese Distanz, 400 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Hat mich halt interessiert, das zum ersten Mal mitzumachen, habe mich ganz spontan entschieden, das zu tun, weil ich auch teilweise schon im Laufen oder im Ausdauersport tätig bin, mache aber nur Laufen und bin froh, wenn ich heute eigentlich durchkomme. Dafür wünsche ich mir natürlich alles Gute. Ja, und dann erstmal zum Einschreiben. Jo, Dankeschön. Herr Braun, ganz kurz vor dem Start zum SAK-Triathlon. Wie haben Sie sich überhaupt vorbereitet? Ehrlich gesagt, dreimal war ich im Schwimmbad. Schwimmen ist schlechte Disziplin von mir. Radfahren, okay, mache ich eigentlich ständig. So vielleicht ein, zwei Mal die Woche. Und Lauf auch, ja. Die letzten 6 Wochen halt. Ja. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Ist mein erster Wettkampf. Dabei ist eigentlich alles. Das ist das Motto, aber wir wünschen Ihnen natürlich viel, viel Erfolg und erstmal alles Gute dann beim Schwimmen. Dankeschön. Herr Grohl, das ist ja ein tolles Event hier in Offenburg. Wetter spielt mit. Unsere Teilnehmer des ersten SAK-Triathlons sind soweit durchgekommen, sind sehr zufrieden. Wie zufrieden sind Sie und wird es im nächsten Jahr eine Fortsetzung des ersten SAK oder dann des zweiten SAK-Triathlons geben? Ja gut, auf der einen Seite freuen wir uns, dass Sie es alle geschafft haben, die SAK-Teilnehmer. Und klar, das liegt bei uns vor der Haustür. Triathlon machen wir seit langem und wir werden das auch weiterhin unterstützen. Herr Leuchner, allen größten Respekt. Sie sind Gewinner des ersten SAK-Triathlons. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Man sieht bei der Hitze, es war doch eine anstrengende Sache. Der Rückweg, das war die Hölle. So hinzu ging es noch, da ist man schön im Schatten gelaufen. Aber dann die Rückkehr, alles voll Sonne. Und das holt ja, das Letzte an einem heraus. Aber es war ja auch Ihr erster. Was war denn für Sie jetzt, wo Sie sagen, hey, das war doch nicht so schlimm oder war es genauso hart, wie man immer sagt, dass Triathlons sind? Ja, also wenn man meint, man müsste mit den Schnellsten mitlaufen, dann ist es die totale Härte. Aber wenn man sein eigenes Tempo läuft, dann passt das schon. Nochmal Glückwunsch und ich hoffe, Sie sind im nächsten Jahr wieder dabei. Darauf können Sie einlassen. Okay, vielen Dank. Ja, und hier haben wir direkt den zweiten, noch Ihnen. Allen Glückwunsch, allen Danke. Respekt. Sind Sie zufrieden mit sich und Ihrer Leistung? Ich bin durchgekommen, mehr wollte ich ja nicht. Ja. Zeit ist auch nicht ganz schlecht, oder? Nee. Und was war das Schwerste? Das Ungewohnte aus dem Wasser raus zum Laufen, da bin ich auch gleich gestolpert. Und, ja. Ja. Aber in Summe? Und dann wieder das Umsteigen, Radlaufen. Aber in Summe so zufrieden, dass Sie sagen, nächstes Jahr wieder dabei? In jedem Fall. Nochmal Glückwunsch. Ja, so sportlich ist auch die SAK-Branche. Vielleicht sind Sie ja im nächsten Jahr dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. In der kommenden Woche möchten wir Sie wieder zu unserem Magazin begrüßen. Oder bereits am Donnerstag zu unseren aktuellen Branchennachrichten. Bis dahin, alles Gute.